Hi, hier ist die Viri mit Viris Vision Quest, mit unserer Visionssuche. Heute mit einem zeitlosen Orakel mit der Überschrift Herzensblick oder Herzensblicke. Also es geht darum, um einen Menschen, mit dem du in Verbindung stehst, dein Herzensmensch, deine ja, Herzensangelegenheit, das kann der Partner sein, ein Freund, Familienmitglied, Kind, wer auch immer, spür rein, wer das für dich ist. Und schauen wir in diese ja jetzt vorherrschenden Energien. Spür rein, ob du hier mitschwingst, ob du mit diesen Energien mitgehst. Ja, zu Beginn eine Karte aus dem The Secret Language of Color, Language of Color Cards. Ja, ist so mein schon treuer Begleiter. Und als Einstieg die Botschaft: Move. Enjoy clear hearing. Ja, erfreue dich an klarem Hören. Das ist das Thema für dich und ja, hier deinen Herzensmenschen. Es geht um das Thema Hören und ja, sicher damit auch um das Thema Zuhören. Ja, es wird viel geredet, viel gehört und doch nicht zugehört. Die Frage für dich: Hörst du immer zu? Hörst du das, was der andere wirklich sagt? Wird dir zugehört? Kommt das, was du sagst, beim anderen an? Ja, das ist das, worum es jetzt hier im Moment geht. Gibt es etwas, ja, was du nicht hören willst oder vielleicht eben der andere hier nicht hören will? Mit diesem, ja, leichten, ja, hellen Fliederfarben, ja, sind wir auch hier im Stirnchakra zum Kronenchakra hin. Und auf jeden Fall hilft Mauve hier, schwere Energien ja zu entlassen, loszulassen. Und gibt auch so eine gewisse ja innere Ruhe und öffnet natürlich für mehr Achtsamkeit, für die spirituelle Ebene. Also es geht hier um, ja, Hören, um Zuhören, auch eine Form der Kommunikation. Mit dem Leitsiers-Tarot, ja, hier 19 große Arkana, die Sonne. Ja, sich öffnen für das Zuhören. Hier der Gehängte, zweite große Arkana. Das eine, ja. Bitte eine weitere Botschaft. Die sechs der Münzen. Noch eine Botschaft hier, die drei der Kelche und die letzte hier, die sieben der Stäbe. Ja, öffne dich dem Licht auch in dieser Beziehung. Es gilt sicher hier umzudenken, vielleicht hat man sich hier eben bisher nicht so zugehört, ja? Wir haben immer auch das Thema Sender und Empfänger. Du sagst etwas, du meinst etwas Bestimmtes und beim anderen kommt möglicherweise etwas anderes an als das, was du eben aussendest. Also es geht hier auch darum, einfach diese Kommunikationsmuster hier
hier zu überdenken, ja. Und da gibt es dann auch mit der 6 der Münzen einiges zu lernen. Sicher für beide Seiten, liegt auch hier in der Mitte, aber ganz spannend, wenn, ja, sind wir hier auch in diesen Mauve-Farben, dann kannst du hier in diese, mit deinem Herzensmenschen in diesen Zustand der Ausgewogenheit kommen, ja, eben der klaren Kommunikation. Und das ist dann auch eine Zeit, das zu feiern. Und ganz wichtig auch hier mit der 7 der Stäbe in diese, dann in diese Gelassenheit auch zu kommen, sich hier von äußeren Einflüssen, diese ganzen Stäbe hier nicht, ja, aus dem Gerück bringen zu lassen. Also hier ist viel in Bewegung, ja, mit hier ganz, mit einer ganz optimistischen Einstellung, aber es, wie gesagt, es bedarf eines Umdenkens, was das Hören, das Zuhören, was das Senden von Botschaften, das Empfangen von Botschaften hier anbelangt. Und da ist eben ein ja, hoher Lernbedarf, bis ihr hier bis dahin kommt. Wir haben hier auch ganz schön den, ja, großen Wagen, ja, bis es hier eine Perspektive gibt und ganz wichtig, sich eben hier eben nicht so schnell ablenken zu lassen. Schauen wir, was wir hier noch dazu bekommen. Ja, die Wunscherfüllung 10 der Kelche, die hier in Aussicht steht, wenn, ja, die Botschaften richtig ausgetauscht werden. Bitte noch eine Karte für die, ups, 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 für die 10 der Kelche hier. Das Ass der Stäbe, also hier auch die Feuerenergie, die Chance, dann diese Verbindung auch voranzubringen. Ja, ein neuer Impuls hier mit dem Ass der Stäbe. Wir sind hier auch, wir gehen hier so in dieses Blau, auch in diese Kommunikation. Bitte noch eine Botschaft hier für dich, deinen Herzensmenschen. Ja, will keine. So, letzter Versuch. Ups. Die große Arkana, der Mond. Ja, da kommen vielleicht ja, ganz andere Gefühle auch auf, ganz anderes aus dem Unbewussten, wenn man ja dem anderen zuhört, wenn dir zugehört wird, das kann dann hier ganz unbewusste Ebenen anrühren, berühren. Ja, hier ist vielleicht eben die ganze Zeit recht oberflächlich kommuniziert worden. Vielleicht seid ihr eben schon auch lange zusammen, man kennt sich, man, ja klar, dann gibt es auch diese Alltagsroutinen, ja. Und ja, man achtet vielleicht nicht so sehr auf die Worte, aber das kann sich eben hier, ja, ich sag mal, öffnen, ja, und durch diese neue Art hier zuzuhören, eben, dass sich hier ganz andere Ebenen auch eröffnen, auch eben Gefühlsebenen hier mit der großen Arkana. Ja, auch hier eben neue Impulse. Schauen wir, ob wir hier, ja, von der Seelenmedizin, ja, dass man hier ins Sein kommt, ja, entspannt, auch mal dann ausruhen kann. Das ist auch dieses Feiern hier, ja. Kommen wir noch eine Botschaft von der Seelenmedizin, ja. Das war, wie gesagt, oder ist bisher vielleicht einfach, ja, auch, das heißt, stressig gewesen, aber eben an der Oberfläche vielleicht auch viel Stress im Alltag kann ja durchaus sein. Und hier warten dann durchaus eben neue Abenteuer. Ja, hier noch eingerollt am
Strand auch ganz interessant, ja. Und hier dann auferstanden, auch eure Beziehung, eure Verbindung. Und man kann dann eben in eine neue Richtung schauen oder eben einfach anders hinschauen. Auch hier nochmal doppelte Botschaft mit dem Feiern, ja. Aber es gilt eben, das erst einmal ja zu eben zu lernen. Das Hören, das Zuhören, das Senden der Botschaften, das Empfangen. Auch dem anderen gegenüber zum Ausdruck bringen, was von seiner Botschaft ankommt. Damit es eben keine Missverständnisse auch gibt. Und sich dann an diesem, ja, neuen Zuhören erfreuen. Das ganz tolle Energien hier. Gibt es noch eine Botschaft vom inneren Buddha für dich? Das sind ein paar zu viele. Bitte eine Botschaft des inneren Buddha, des eigenen, ja, inneren höheren Selbst, ja, das nicht vom Ego gesteuert wird. Fördere die Stille, denn nur aus der Klarheit entsteht Einsicht. Erlaube dir einfach einmal nichts zu tun und erschaffe dir täglich deine Insel, ja, der Ruhe oder euch die Insel der Ruhe. Fördere die Stille. Ich denke, das ist noch dieser Zustand auch hier, wo es darum geht, das einfach mal als neue Perspektive hier zu erkennen. Ja, und aus dieser Stille, ja, entsteht Einsicht und dann kann man aufstehen und ja, gemeinsam in, ja, neue Abenteuer gehen. Ja, auch wie hier mit dieser Gelassenheit gegenüber den äußeren Einflüssen. Und hier ist es vielleicht ja auch ein stilles Feiern für euch, ja, bevor es dann nach dieser Phase, ja, eben in neue Abenteuer oder ja, neue Erlebnisbereiche geht, sag ich mal. Und hier, ach ja, die Überschrift, starke Menschen ruhen in sich selbst. Dann kommt die hier hin. Ja, ganz toll, ja. Und diese Gelassenheit eben mit äußeren Einflüssen auch umgehen zu können, beziehungsweise sich nicht aus der Ruhe zu bringen lassen, Ruhe bringen zu lassen, ja eben, dass du hier in dir selbst auch ruhen kannst. Wow. Und hier ganz neu die, ja, sieben Geheimnisse der Schildkröte. Diese alte, weise Schildkröte heißt Kurma, erinnert ja sehr an das Wort Karma. Bekommen wir hier noch was rein als abschließende Botschaft für, ja, dich und deinen Herzensmenschen hier. Ja, ich habe jetzt einfach umgedreht, es will keine rausfallen. Alles, was du tust, schön, tust du besser, wenn du es mit Gelassenheit tust. Hier eine sogenannte Kurma-Karte, es gibt wohl auch Glückskarten, wie gesagt, ganz neu. Die Gelassenheit im Tun, starke Menschen ruhen in sich selbst. Ja, ganz, ganz starke Energien für dich, für dich und deine Verbindung hier. Und ich bin gespannt, wie sich diese, ja, neue Dimension des Hörens, Zuhörens, des Sendens, Empfangens dann bei dir, bei euch hier gestalten wird. Eine hier ganz neue Chance tut sich dann auch auf. Ja. Über ein Like, Abos etc. Anfragen freue ich mich und alles, alles Gute für dich, für euch. In diesem Sinne, ich denke an euch. Ich wünsche euch was. Bis bald. Ciao, ciao.